Y el nivel de transacción y el cualificación. Mientras vos y nos faltan. Die junge Dame aus Engelberg und hier kommt sie für euch und jetzt zieht sie. Ja. Das war doch jetzt mal ein ganz souveräner Sprung. Für die 17-jährige 109,5 Meter, 109,5 Meter für Sina Arnett. Nicole Kondera kommt als nächstes für das polnische Team. Wenn ihr natürlich ein bisschen mitmacht, Klingenthal, seid ihr denn überhaupt noch da? Ja, das ist doch schön. Die Kanadier haben es auf jeden Fall auch mit am Start. Ja, muss aber nochmal runter vom Balken. Und dass sie durchaus mithalten kann. Mit den ganz großen Namen. Das hat sie schon gezeigt, zum Beispiel in Porsche Welt. Maja Vitic. Sie haben wirklich ein Routinier oder eine Routinier in dieser Kategorie hier. 34 Jahre alt. Aber mit etwas hinterher. Das ist ihre Sprungleistung. Mehr gefreut, 103 Meter sind es für sie, 103 Meter vor Maja Vitic. Das Team aus Österreich schickt ihre nächste Starterin an, sie hört auf den Namen Jacqueline Seifritzberger. Und auch sie erwartet natürlich hier gutes Ergebnis. Und wir holen sie ab, Klingenthal. In 3, 2, 1, zieh! Ja, hätte sie noch ein bisschen mehr ziehen können, die Jacqueline. 98 Meter für sie. Das Team aus Norwegen hatten wir vorhin schon einmal mit Thea Mehren Jörset. Jetzt kommt noch die Kollegin Silje Opset. Für die Norweger, los geht's für dich! 3, 2, 1, 3, 7! Ja, und das kann nicht doch sehen. Das ist der Tag, der 25-Jährige. 24,5 Meter, 124,5 Meter. Und da möchte ich auch mal einen Applaus hören für Silje Opset. Aber wir haben ja noch ein paar oben. Zum Beispiel das deutsche Team hier mit Luisa Görlitz. Und jetzt kommt nur auf jeden Fall. 3, 2, 1. Ja! Team Deutschland, wo seid ihr? Ja, und applaudieren wir noch einmal für
Weiter für die 23-Jährige. Und wir schauen mal, was die nächste hier macht. Sie gehört zum starken japanischen Team. Nagomi Nakayama ist ihr Name. Und sie kommt jetzt zu uns. Hoffentlich ganz, ganz weit hinabgesiegelt. Ja, das kommt ja auch in diese Klasse. Liebe Kunden, applaudiert für die Japanerin. Und für 114 Meter, 114 Meters. Taya Bordley kommt als nächstes zu uns hinabgesegelt vom Team Slowenien. Nummer 32, 15 haben wir noch vor uns. Ist jetzt sehr gut durchgekommen durch diesen Wettkampf. Von 107 Meter im zweiten Probensprung oder zweiten Trainingssprung, da kann sie noch etwas draufsetzen. 112 Meter sind es für sie, 112 Meters. Und dafür natürlich auch einen Applaus für Taya Butler. Das rumänische Team komplettiert nun Daniela Haralambi, sicherlich die Beste hier. Diesen Sommer war sie schon dabei gewesen in Rassau und auch in Fischer mit Platz 19 und 14 in Rassau hat schon das Reichsheit erreicht. Mal schauen, was sie hier erreichen kann. 101 Meter für sie, 101 Meter für die 25-Jährigen.